KVM-Konsolen im Reck. Heute möchte ich euch das Modell von Aten CL5708M vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei der HSW IT. Mein Name ist Christian Schmidt und heute geht es um KVM-Konsolen für Racks und warum, weshalb, weswegen sollte ich das nehmen und warum Aten. Kurzum, Aten ist der Mercedes unter den KVM-Konsolen. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Es gibt natürlich viele andere Hersteller auch, aber ehrlich gesagt sind das die einzigen, die wirklich sauber funktionieren. Keine großen Probleme bereiten oder sonstiges. Muss ich aber sagen, ich habe bisher noch gar keine Probleme gehabt. Auch was HDMI-Extender EC3 angeht. Aten, das Zeug nehme ich, schließe das an. Es funktioniert tadellos. Das ist einfach der Knackpunkt. Sie kosten hier und da natürlich einen Euro mehr als die anderen, aber dafür funktionieren sie. Und dafür sind sie echt einfach super gebaut. Wir haben jetzt hier die CL5708M. Das ist jetzt die Variante als 17 Zoll Monitor. Das Ganze gibt es auch noch als 19 Zoll Monitor. Ist dann halt hier alles ein bisschen schmaler und geht halt mehr. Kostet halt aber auch mal ein bisschen mehr. Wir haben auch selbst bei uns die Variante im Einsatz als 19 Zoll Variante. Und das mittlerweile auch seit über 4 oder 5 Jahren. Läuft einfach tadellos, super. Kann man einfach gar nichts sagen. Warum sollte man das verwenden? Das ist ja mal das Entscheidende. Erstens, ich brauche immer, wenn ich irgendwo einen Server habe, irgendwo in der Nähe einen Monitor oder eine Tastatur. Wenn ich jetzt im Rechenzentrum bin, gibt es in der Regel diese Rollwagen, gehe ich da hin, schließe das an, funktioniert super, passt. Wenn ich jetzt aber im Unternehmen bin, ist das ein bisschen schwierig. Je nach Unternehmensgröße macht das natürlich Sinn. Wenn ich da 25 Racks stehen habe, okay. Wenn ich aber nur 1 oder 2 Racks stehen habe und auch nur die Hälfte von diesen Racks Servern sind, dann sollte ich mir halt irgendwie Gedanken machen, was ich da halt brauche. Ich liebe einfach die KVM-Konsolen von Aten, weil sie sind ein HE. Ich spare mir Platz ohne Ende. Ich habe hier, wie man so schön sieht, ich klappe meine Tastatur auf. Wenn man das jetzt hier, ich kann das Ding ja natürlich rausziehen, ist klar. Wenn ich das Ding dazu mache und das Ding im Rack drin habe, ich habe hier ein HE, super, klasse. Ja, das ist einfach wirklich perfekt. Ja, und schon kann ich arbeiten. Ich habe es jetzt natürlich nicht ausgefahren, ne, aber es geht super leicht, es funktioniert. Ich habe mein Touchpad hier für die Maus, ich habe meine Tastatur und so weiter. Ich habe hier meine Knöpfe zum Umschalten, auch noch Firmware-Update. Ich habe hier noch eine kleine Lampe, die dann hier leuchtet, wenn es mal ein bisschen dunkler ist. Und man muss einfach sagen, es funktioniert. Aber was kann ich damit schalten? Ja, ich kann mir halt den vom Server den Bild und Monitor herholen. Und zwar mit so einem schönen Kabel. Das ist jetzt mal die Variante VGA mit einem USB-Anschluss. Reicht vollkommen aus, um Tastatur und Maus darüber zu fahren. VGA, klar, jeder Server hat VGA. Mir ist kein Server bekannt, der mittlerweile HDMI von Haus aus drin hat, außer ich habe natürlich irgendwelche speziellen Server, die da Grafikanwendungen drauf haben, mit Grafikkarten drin, dann ausgenommen. Ja? Aber standardmäßig habe ich meinen VGA-Anschluss und ich habe jetzt hier den speziellen Konsolenanschluss hinten dran. So, den gibt es in unterschiedlichen Varianten und Längen. Also ich glaube bis 6 Meter Kabel, glaube ich, gibt es sie mittlerweile. Natürlich auch als PS2-Variante, wenn ich die Server habe und kann die dort anschließen. Und fertig. Ich spare mir einfach Platz, ja, ein HE, ich habe es drin und kann meine Server damit verwalten. In der Variante jetzt hier, wenn sie so ist, aus dem Karton ausgepackt, kann ich damit 8 Server verwalten, weil hier hinten 8 Anschlüsse sind. Das drehe ich jetzt auch mal um. Das Ding ist ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass ich jetzt hier den Tisch nicht ganz zerdepper. Ich klappe das Ding mal wieder hier zu. Man sieht das. Ja, ich habe hier meine Anschlüsse.
Dort schließe ich das Ganze an und fertig. Ich habe hier mein Stromkabel, Ein- und Ausschalter und habe hier noch ein, ja, ich nenne es jetzt mal Uplink zum weiteren Switch. Der Vorteil jetzt, wie gesagt, bei Aten, ich habe hier einen KVM-Switch schon integriert. Das ist nicht nur einfach, was andere Hersteller dann für 350 Euro anbieten, Monitor, Tastatur. Nee, nee. Ich habe da schon meine 8 Anschlüsse integriert, die ich umschalten kann, von Haus aus. Und das ist natürlich super. Ja? Was die anderen zwar auch machen, aber die meisten, die dann das erstmal so sehen, ist das, sieht das dann erstmal anders aus. Ja? Da steht dann nicht, da ist eine KVM-Konsole, ja, also Tastatur, Maus, das, und Bildschirm, aber es fehlt der Switch dazu, damit ich umschalten kann. 8 sind jetzt hier integriert. Das Ganze lässt sich auf 256 PCs hochziehen. Ja, ich schließe ich dann hier an dem großen schließe ich ein weiteres Kabel an. Kann dann zum Beispiel über IP, zum Beispiel auch über weitere Strecken, als wie jetzt 3 Meter, auch PCs dementsprechend verkabeln. Und das ist ziemlich genial. Das muss ich einfach mal so sagen. Damit habe ich alles in meinem Ding. Ich schiebe das Ding raus, gehe daran. Lock mich ein, fertig. Das gute Stück ist auch passwortgeschützt, wenn man will. Soll ja nicht jeder, zack, hier ran und ich sehe alles und kann da dran rumhacken. Nein, ich kann das auch mit Benutzername und Passwort versehen und sagen, wenn das jetzt jemand rauszieht, ist das Ding da erstmal gesperrt. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Jetzt scrollt er hier nicht. Ja, 17 Zoll USB hätten wir auch noch für andere Peripherie. Es ist egal, ob Windows, Linux, Mac, ne? Es funktioniert. PS2 oder USB-Interface-Integration hat er jetzt hier drin. Und der unterstützt jetzt hier Auflösung 1280x1024. Findest du vollkommen ausreichend. Man braucht es ja doch manchmal, alles geht ja immer nicht remote und nicht jeder Server hat zum Beispiel, weiß ich, ein iRack-Interface oder ein ELO, so dass ich das wirklich alles machen kann. Oder wenn das mal auch mal nicht funktioniert, warum auch immer, ne, ist so eine Konsole halt einfach perfekt, vor allem wenn ich vor Ort dran bin. Ich komme sofort dran. Ich kann das alles verkabeln. Haben wir bei uns natürlich auch. Ja, ich muss nichts ständig umstecken. Ja, wird für die vor allen Dingen VGA-Pins ja auch nicht unbedingt besser, das Ganze. Also von daher macht das Sinn. Ansonsten gibt es nicht viel wirklich zu sagen, was man da noch irgendwie sagen kann. Es ist halt einfach schwierig. Mein Gott, es ist eine Tastatur, ein Bildschirm und eine Maus mit einem Umschalter drin. Aber es ist halt einfach genial. Ja, ich spare mir einfach Zeit. Unheimlich immer dieses Rumgestecke oder wenn ich jetzt ist kein Monitor irgendwo da, ja, und da fängt man an, das rumgebastelt, das ist doch alles nichts, halbes, nichts Ganzes. Dementsprechend auch Aten, es funktioniert. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das Ding kostet, ne? Wie immer. Es schwankt, wie alles gerade aktuell. Also roundabout bewegt sich die Konsole mit dem Umschalter. Ich sage jetzt mal so zwischen 800 und 900 Euro brutto. Ja. Es hängt einfach davon ab, wann, wie, wo gerade verfügbar, wenn es denn überhaupt verfügbar ist. Manchmal wartet man auch einfach mal 2 Wochen auf das gute Stück. Ich muss sagen, das Warten lohnt sich. Es ist einfach auch die Qualität, die ganze Verarbeitung. Man sieht auch die ganzen... mal gucken, ob ich das jetzt hier vernünftig darstellen kann, ohne dass ich den ganzen Tisch zerdeppe. Wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen nach vorne schiebe, ja, man sieht das hier vom Arm her, die Kabel sind hier vernünftig ummantelt, ja, mit so einem Gewebeschlauch, so einem Plastikgewebeschlauch vernünftig gemacht, ja, vernünftige Kugellager von den, man hört das auch, ja, ich glaube, ja, das ist jetzt gut mit dem Mikro hier. Also man hört das, das ist einfach wirklich eine echt super Verarbeitung. Und da muss ich wirklich sagen, da lohnt sich auch der Euro 50 für so ein Gerät mehr auszugeben, als wie von den Alternativherstellern, die da gerne was möchten. Ich muss einfach sagen, für uns kommt nur Aten in Frage, auch bei den HDMI-Extendern oder anderen Geschichten, weil es einfach funktioniert. Ja? Kostet zwar 1,50 Euro mehr, aber dafür funktioniert es. Unsere Empfehlung, ganz klar, entweder 17 Zoll oder 19 Zoll. Ich kann ja mal gucken, was die 19 Zoll Variante kostet, wenn ich die jetzt gerade mal schnell finde. Natürlich
nicht. Liegt, glaube ich, ungefähr in 150 Euro mehr. Da muss dann jeder selber entscheiden, ob er die 19 Zoll dann auch Variante haben möchte. Ansonsten gibt es nicht mehr eigentlich fast zu sagen von meiner Seite aus. Ich finde es super. Also wir setzen das sehr, sehr gerne bei Kunden ein. Haben das, wie gesagt, selber im Einsatz. Deshalb können wir es absolut empfehlen und empfehlen, das jedem Kunden vielleicht mal auch zu überdenken in seinem Netzwerk. Und nicht immer irgendwo so ein Monitor dahergeholt und eine Tastatur, die dann da so rumflackt. Es ist doch ein bisschen was anderes. Ich verbaue es, ich komme da vernünftig ran. Alles gut, es passt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen und warum wir das empfehlen. Und ich hoffe, ihr habt da mit genauso lang Freude daran, so wie wir. Ich muss sagen, es arbeitet sich einfach sehr, sehr gut. Lässt sich auch super montieren. Ja, hier sind jetzt noch die Aufkleber dran. Die haben wir jetzt noch dran gelassen. Weil man baut erst die hinteren Schiene. Man nimmt die hier raus, die hinteren. Schraubt die hinten rein, schiebt das Ding von vorne nach hinten rein und schraubt dann vorne fest, das Ding hängt drin. Drops ist gelutscht. Passt. Also das ist wirklich auch super Montage. Da muss man einfach sagen, dass das funktioniert. Also auch für jedes Reck, man sieht das hier von der Tiefe her. Ich glaube bis 1,20 m, bis 1,10 m Reck auf jeden Fall passt das Ding da rein. Also von daher, super Wahl. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ah, ein Punkt. Fast vergessen. Mache ich das hier mal zu, muss ich nochmal umdrehen. Oh, ganz wichtig. Ja, man sieht das. Kurzer Hinweis, Nahaufnahmen, ja, wir arbeiten dran, ist leider gar nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben mit einer zweiten Kamera, aber wir arbeiten da dran. Wir haben hier das Stromkabel und den Schalter. Das ist das einzigste Manko an diesem Teil. Ich muss das loswerden. Ich weiß nicht, welcher clevere Mensch bei Artern sich diesen Quatsch ausgedacht hat. Dieser Schalter da hinten ist so sinnbefreit wie sonst was. Beispiel. Das Ding wird verbaut, das Ding hängt da drin. Ich muss ja nicht jeden Tag ans Reck oder muss ständig an diese Konsole ran. Ist einfach so. Je nachdem natürlich, was ich da tue, aber ist es doch eher selten. Ja, vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat. Fertig. Jetzt ist das Ding im Reck verbaut. Das Reck ist voll. Jetzt muss ich, will ich das Ding ja nicht die ganze Zeit anlassen im Standby, weil frisst Strom. Thema Stromsparen in der IT. Wie mache ich das Ding jetzt ein und aus? Ja, hinten ran ans Reck, je nachdem, wie gut das natürlich alles zugänglich ist. Und dann mit dem Arm rein und den Schalter da reingefummelt und betätigt. Katastrophe. Liebes Atemteam, könnt ihr mal nicht den Schalter irgendwie nach vorne bauen? Muss es auch irgendwie eine Möglichkeit geben? Und wenn es mit Touch ist, mit dem Relais oder irgendwas, ist echt absolute Katastrophe, finde ich katastrophal. Wie lösen wir das Problem? Haben wir auch vorgestellt in dem Video Stromsparen in IT, eine Steckdosenleiste, wo vorne ich jeden einzelnen Port schalten kann. Bauen wir meistens darüber, darunter irgendwo hin und ziehen das Kabel, was von hinten ist, nach vorne und schalten das vorne dann am Schalter. Das ist der einzige Knackpunkt, wo ich sage, sinnbefreit. Ja, diese Schaltermöglichkeit, weil ich sag mal, das Ding ist halt auch im Standby und verbraucht halt auch einfach Strom, was nicht sein muss, vor allem wenn ich so einmal im Monat brauche. Das ist, kostet mich halt auch im Jahr. Also da lohnt sich diese Stromleiste echt einzubauen und ein Kabel dahin zu ziehen. Also das ist das einzigste wirklich Negative, was ich an diesem Gerät wirklich auszusetzen habe. Aber ansonsten top. Top-Gerät. Also, wenn ihr es verbaut, denkt dran, da hinten ist ein Schalter. Und wenn ihr das nicht die ganze Zeit laufen lassen wollt und Strom sparen wollt und was für die Umwelt tun wollt, dann macht euch Gedanken, dass irgendwas nach vorne kommt. Und das, wie gesagt, wir haben es dann mit so einer schaltbaren Geschichte gelöst. Das war's zum Thema KVM-Switch. Wir bauen es immer gerne ein. Super klasse Gerät. Wie gesagt, absolut super verarbeitet, hochwertig, hochsehen. Kann ich nichts sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und freut euch genauso daran, dass ihr eure Server einfach besser administrieren könnt. Und sage viel Spaß und bis dahin.